Einen wunderbaren schönen guten Tag. Ich schenke mir gerade was zum Trinken ein und nehme eine Adventure Map für euch auf. Weil ich kann. Ich bin Wannecke 90 und kopfloser Reiter. Die Festung des kopflosen Reiter von Kalpa Pascha. Und ich habe Multivitaminsaft. Und ich habe Musik mitgebracht. Ich habe eine geschrottete Stimme mitgebracht. Schauen wir mal, was wir daraus machen. Ah, wie sehr seid ihr wach? Der Hauptmann hat nach euch verlangt. Bitte geht in sein Kommandozelt. Ich mag die Gegend. Ich mag die Gegend. Wir warten, bis da nichts mehr kommt. Sir, wolltet mich sprechen? In der Tat, Soldat. Es ist sehr wichtig. Wir konnten uns am Abend des gestrigen Tages, des kleinen gestrigen Tages, gegen die Armeen des kopflosen Reiters durchsetzen. Jedoch gelang ihm die Flucht in seine Höhlen. Ich beschloss, die Verfolgung erst heute aufzunehmen. Leider sind unsere Verluste höher als erwartet und wir haben kaum noch einsatzfähige Soldaten. Ich verstehe, Sir. Doch warum habt ihr mich zu euch gerufen? Der einzige Soldat, der gestern nicht tapfer an der Front kämpfte, warum? Entsendete ich euch, den kopflosen Reiter zu vernichten. Der Eingang zu seinen Höhlen ist nahe am Lager gelegen. Folgt dem Pass zum Westen. Ihr findet dann seine Höhle schnell genug. Verschwindet, Soldat. Ihr verstanden, Soldat? Jawohl, Sir. Hab verstanden. Werd gucken. Grundlegendes. Ups, nur noch eine andere Küste. Varaschnil. Ist ein schöner Name für ein Schwert. Alle nötigen Infos stehen hier drin. Das Buch darfst du während der Reise gerne mit dir führen. Spiel auf friedliches Zeit und dir wird ein anderer Schwierigkeitsgrad ans Herz gelegt. Betritt jede Druckplatte. Die sind wichtig. Für den Verlauf der Map. Dies betrifft nur Holzdruckplatten, also Holzdruckbank gleich Story. Okay. Das Abbauen von Blöcken wird dir mit streng, wird hier mit strengstens untersagt. Obwohl die Regel wahrscheinlich sowieso sinnfrei bleiben wird. Denke immer lieber erst danach. Auf der Map hängt nichts vom Zufall ab. Wenn du glückliche Aufnahmen gibt es versteckte Hinweise auf die Lösung, die es wahrzunehmen gilt. Aber ich mag die Sprache. Ich mag das. Ich mag die Art, wie das geschrieben ist. Das ist so mein Metier, kann man sagen. Es gibt keinen Score. Der einzige Score, der zählt, ist Spaß. Merke dir bitte alle Fehler und Verbesserungsstreiche bis zum Ende der Map. Oh, da mich eine konstruktive Kritik sehr freuen würde. Viel Spaß, Karl! Ja, Karl, warum hast du den Arm abgebissen? Dies ist die Ausrüstungstruhe, also diese da. Am Ende der Map ist es möglich, einen Arena-artigen Wettkampf in einer Arena-ähnlichen Umgebung zu beschreiben. Mit höchster Wahrscheinlichkeit werden alle Truhen benötigt, um am Ende bestehen zu können. Dieser Arena-Kampf ist Bonus. Ist allerdings völlig optional und überhaupt nicht wichtig fürs Ende. Dankeschön. Danke für die Information. Ich habe meinen Varaschnil. Und ich habe aus Versehen nochmal die Druckplatte gedrückt und ich habe Kühe. Und ich könnte hier direkt schon aus der Map. Sollte man vielleicht drauf gucken, ne? Also es könnte sein, dass ein Enderman das abgebaut hat, aber ich kann hier direkt aus der Map raus und es ist jetzt nicht so prickelnd. Habe ich gerade eben erst gesehen. Oh, die Kürbisse gucken aber traurig. Verschwende. Nee, das tue ich nicht. Du machst mir keine Angst. Wen haben wir denn hier? Eine neue Schachfigur betritt das Feld. Diese Berge beherbergen nur deinen Tod. Hallo? Okay, ich fange vorne links an. Ich mache erst die linke Seite und dann die rechte Seite. Sieht aus, als wäre das eine gute Option. Hallo? Ich glaube, ich kann den Eingang komplett auslassen. Sehe ich direkt schon. Und ich liebe immer noch, wie das Texture Pack aussieht, muss man sagen. Mir gefällt's. Lässt die Steine so schön aussehen, so schön präsent, kann man sagen. Hey, wo geht's denn hier? Hallo, Weg. Hiya! Hallo, Dunkelheit. Oh. Gebackene Potatoes. Aber die Poison Potatoes nehme ich gar nicht erst mit. Ältestenbrustpanzer wird aufgehoben. Ist wohl so eine Arena-Truhe, dann haben wir mindestens eine. Sehe ich nicht ganz so schlecht da. Okay, wir sind jetzt hier rausgekommen.
Wenn ich hier linkes weiter zuerst mache, wäre es jetzt das hier und dann wären wir hier und das hat absolut keinen Sinn und ich bin gerade irgendwo runtergefallen, deswegen bin ich jetzt total verwirrt und hallo? Hallo, ich bin Annika 91. Wie geht's euch? Ja. Da drin war ich, da drin war ich. Oh, große Wahrscheinlichkeit. Da war ich noch nicht drin. Gut. Fangen wir da an. Okay, ich kann somit gleichzeitig zwei Gänge abhaken. Und wahrscheinlich sogar noch ein mehr. Hallo? Jetzt bin ich wieder auf der rechten Seite gelandet. Oh Gott, ich bin verwirrt. Map, das ist geschafft. Ich bin offiziell durcheinander. Hab keine Ahnung. Der kopflose Reiter liebt seine Spielchen. Kommt ihr Geister zu eurem Meister? Hier bist du richtig. Ja. Total. Ich sehe, wie richtig das ich bin. Doofes Schild. Schild hat mich verkackeiert. Wo war das hier? Bist du richtig, Schild? Hoch, hi. Wunderbar, du bist schlauer als ich dachte. Lass uns noch eine Menge Spaß haben hier. Okay. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Da sehe ich, dass es weitergeht, also gehe ich da rüber. Hallo. Und Federtreter. Ich mag ja, wenn Items einen RPG, so einen richtig schönen Rollenspielnamen haben. Ist so mein Metier. Ich könnte die ganze Zeit so Varaschnil, Varaschnil. Mir gefällt der Name Varaschnil für ein Schwert. Wenn es jetzt noch so ein Beiname hätte, Varaschnil die Lotusblüte oder so, dann wäre es ein richtig cooles Ding. Irgendwie sowas. Aber das ist so ein persönlicher Fable von mir. Willkommen zu deiner nächsten Prüfung. Es soll für dich keine Herausforderung darstellen, nicht wahr? Sollte. Aber der Bauernpöbel enttäuscht mich öfters als er gehofft. So weißt du Bescheid. Das ist ein Sprung. Das soll ich noch hinkriegen. Au. Ja, au. Ich sag, Auen wird nicht getroffen. Hallo, Braustände. Fire Resistance, Swiftness, Strength. Mit Swiftness schaffe ich den Sprung. Das wäre immer etwas. Mit Swiftness schaffe ich den Sprung, aber ich will es nochmal so versuchen. Wo komme ich wieder rauf? Da, sehr gut. Wenn es jetzt anfängt zu gewittern, will ich einfach nur abhauen. Ah. Hallo Rang, wie geht's euch? Hallo Varaschni. Höpf. Hallo Rang, wie geht's dir? Ich komm dich mal besuchen. Kennen wir uns? Hallo Eisenmaske Schatzi. Ich mag dich. Es gewittert immer noch und es trägt ab und nicht zur Atmosphäre bei. Und das finde ich cool. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist oder nicht. Gut, kann man sowas absichtlich machen? Ich glaube ja. Und zum Klar. Sogar zum Klettern an der schmutzigen Wand ist man sich nicht so schade. Mach nur weiter. Du wirst reichlich belohnt. Okay. Ich mach mal ganz kurz was. Death Point enabled. Falls was passiert, ich bin vorsichtig geworden mit der Zeit. Da ist ein Bogen. Au! Das ist ein Pfeil in die Fresse! Tut überhaupt nicht weh. Ein Bogen. Ein lecker Bogenschen, ne? Schätzelchen. Ha. Das ist ein schönes Jump'n'Run. Das krieg sogar ich hin mit meinem super, duper, mega, oh Gott, Gewitter. Ich mag Gewitter eigentlich. Also im normalen Leben mag ich Gewitter. So, richtig und so. RL, wie man so schön sagt, ne? Heutzutage. Da mag ich Gewitter total.
Jetzt krieg ich den Sprung nicht hin. Wisst ihr, ich bin schon. Ist gut, Herr Reiter. Ich gebe mir ja schon Mühe. Siehst du? Hab's geschafft. Ha! Erfolg! Du hast wirklich Talent. Aber Talent bedeutet nichts. Alles hängt vom Zufall ab. Ja, jetzt habe ich einen Zombie-Schnetzler. Ich fand Varaschnil besser. Das Name. Naja. Aber das hängt vom Zufall ab. Oh. Das ist aber kein Ding wie Zufall. Nun, wie dieser Zufall so fängt, halt doch dein Erfolg nun. Rein von diesem ab. Ich habe Connecting Textures, ich sehe die Glastextur nicht mal, aber. Die Fackel ist da. Die Fackel fällt mir ein bisschen arg stark auf. Hier ist aber kein Schalter. Wunderbar. Die Fackel ist hier. Ich tippe da. Nein? Gut, dann ist die Fackel da, da. So, die Fackel ist jetzt hier oben. Wobei es das erste Mal, dass hier jetzt ein Schalter ist. Das ist okay. Wir haben vier Schalter. Auf dieser Seite befindet sich aber eine Fackel. Also gehe ich dahin. Moos, Moos. Das ist der einzige ohne Zusatz. Stein, Stein, Holz, Holz, Holz. Stein, Stein, Holz, 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 Holz. Stein, Stein, Holz, 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 Stein. Da stimmt das Muster nicht. Ha. Logisches Denken. Das ist episch. Es regnet und wir rennen heldenhaft über die Brücke. Die Brücke des Todes. Wir rennen schnell, weil es soll der Regen nicht kriegen. Du beginnst langsam mich zu amüsieren. Ich genieße es, mit dir zu spielen. Das Schwert ist ein Muss. Was ist hier? Zu den Verliesen. Wirklich nur, wenn du mindestens 3/5 der Rüstung zusammen hast. Ich hab so komplett. Bin ich jetzt toll? Also? Weiß nicht. Sicherheitscheckpoint. Ja, warum nicht, ne? Ich finde es schade, dass es wieder Tag wird, weil ich finde die Map einfach nachts atmosphärischer. Was ist da drüben? Base Jumping? So ins Wasser? Oder ein Jumpen? Nein. Wenn ich die Option habe, einen Jumpen Run zu vermeiden, mache ich es nicht. Punkt. Period. Da kämpfe ich mich lieber hier durch. Schwierigkeit gerade sollte normal sein. Mal gucken, ob das ist. Nö. Wie ich gerade für Skyblock auf Englisch spiele. Hm. Skyblock ist auch was ganz Lustiges. Betätigst du einen in den beiden Räumen einen Knopf, wirst du aus höher gelegten Spendern und Schalter kommen. Hast du beides? So. Setze sie an die Kürbisse. Beachte die Reihenfolge. Sprich, es wäre praktisch, wenn ich mehr merke, wo ich angefangen habe. Da ich in den Raum gekommen bin und mich so leicht orientieren kann, gehe ich im Uhrzeigersinn. Fire Resistance knall ich mal rein, Stärke knall ich mal rein und ja, Fire Resistance zuerst. Ich bin da paranoid, was es angeht. Oh hi. Oh hi. Da ist er. Ich hab dich gehört. Ich hab dich gehört, du olle Nudel. Reck leben, du olle Nudel. Reck leben. Nö, ich bin tot. Gut. Wieder runter. Hab ich, den Schalter bekommen? Ja.
Also brauche ich technisch gesehen im Raum eigentlich nichts mehr zu machen. Ich komme auch nicht mehr rein, weil ich gestorben bin. Hehe. Naja, ich habe einen Schalter. Ist zwar nicht die feine, mutige Art, aber ey, ich habe einen Schalter. Ich bin... Ne? Fair enough. Close enough. Ich mag euch nicht. Blazes sind ganz lustig, wenn man mit ihnen rumspielt, also. Gibt da einige lustige Sachen, die man mit den Blazes machen kann. Bin schon wieder tot, ne? Also selbst mit der Ausrüstung ist es hier fast schon eine Death Order. Oh Gott, ein Creeper. Oh, die Game Rule ist an. Sehr schön. Ja, ich komme nicht mehr rein. Na. Oder? Doch. Sehr gut, es wurde dran gedacht. Ich dachte schon so. Es wurde nicht dran gedacht, dass ich nicht mehr reinkomme, wenn ich einmal tot bin. Aber es wurde dran gedacht. Nicht gut. Pluspunkt. Wenn dann gedacht würde, dass ich wieder rein muss, wenn ich sterbe und den Schalter nicht habe. Vielleicht, weil sich die Türen verschließen, automatisch nicht mehr rauskomme. Wahrscheinlich stehen die hier außen auf Druckplatten, deswegen muss ich sie kaputt machen. Das ist so mein Rateding. Jetzt habe ich aber meinen Lever noch nicht. Warte, da ist er. Okay. Hab nichts gesagt, ich hab meinen Schalt. Hi. Das war mein Kampfschrei. Macht euch nicht lustig drüber. Nebendran, oder? Also hier und hier. Sehr gut. Batmans! Okay, hi. Ich dachte, wenn ich durch die Verliese gehe, muss ich keinen Jump'n'Run machen. Na gut, was heißt, au. Ah. Ein tricky Jump'n'Run. Weil die Druckplatten auch blöd sein können zu mir. Sprich, ich muss wissen, welche Druckplatte mich nicht runter teleportiert. Und ich tippe stark drauf, dass diese Druckplatte, dass der einfache Weg mich runter teleportiert. Darauf tippe ich ganz doll stark. Jetzt darüber. Kann man den Sprung schaffen? Anscheinend nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß auch nicht jetzt, wo ich hier weiter soll, aber. Da ist ein Muster. Ich erkenne es nur nicht, das ist mein Hauptproblem daran. Vielleicht rechts. Rechts ist die erste. Rechts. Links. Rechts. Darüber? Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ah. Jetzt bin ich wohl da, wo das Jump'n'Run aufhört. Sehr gut. Da war irgendein Muster drin, aber ich habe es nicht erkannt. Das ist schade eigentlich. Gleich hast du mich, aber möchtest du dir wirklich den Spaß verderben und herausfinden, wer ich bin? Warum sollte dieser Spaß aufhören? Die Entscheidung liegt bei dir. Wir sind so weit gekommen. Das ist bestimmt noch so ein mentales Spielchen. Er will nur, dass wir nicht nachgucken, wer er ist, damit seine Existenz ein Geheimnis für uns bleibt und er uns ewig damit foltern kann. Bezüglich der Druckplatte vor dir wird meine Identität enthüllt. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß wie ich. Wer bist du? Oh mein Gott. Er war gar nicht im Turm, es war nur eine Attrappe. Gemein. Spielverderber. Alles blöd. Reiter, Drecksack, Reiter. 4, 5. Bau plus Test, Holzknopfelement. Jump'n'Run-Element am Ende. Das habe ich nicht gemacht, also tschüss. Gebaut wurde diese Map nur von meiner Persönlichkeit. Heißt allerdings nicht, dass ich Teamarbeit hasse. Sagt auch keiner. Ich habe nur alleine daran gearbeitet, um meine Ideen so einzubringen, wie ich es mir dachte. Ist auch besser so, wenn du wirklich eine Idee hast und du möchtest sie umsetzen. Und du musst nicht zwingend in der Gruppe arbeiten. Ist es besser so.
Getestet wurde die Map durch Fundrink, KFK, Sin Nobody und Jan Oliver F. Vielen Dank euch allen. 4 Beta-Tester ist eigentlich ganz gut. 4 Beta-Tester ist geil. Ja, es reicht eigentlich, kann man sagen. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Adventure Map erfolgreich absolviert. Wie du sicher schon bemerkt hast, konntest du auch nicht das Ende sein. So ist es auch nicht. Es ist noch nicht das Ende. Allerdings hättest du die geforderte Zeit bei weitem überschritten, sodass ich gezwungen sah, die Map plus Story in 2 Teile zu spalten. Das ist der Part 1. Part 2 werde ich anfertigen, sobald ich einen Sinn darin sehe. Natürlich auch nur dann, wenn diese Map gut ankam. Um Rechtschreibung habe ich mich bemüht und habe auch um Vermeidung von Baufehlern, ne, habe ich mich bemüht. Sollte trotzdem irgendwelche gemacht haben, wäre es freundlich von dir, sie nochmal zu erwähnen. Ansonsten wäre es eine ehrliche Meinung plus Kritik für mich sehr hilfreich, da dies in meiner ersten Map ist, mir doch sehr viel Spaß machte, sie zu errichten. Und ich Freude daran hätte, noch mehr zu entwickeln. In diesem Sinne, danke fürs Spielen. Mit sehr großen freundlichen Grüßen, Karl! Also, Karl! Mir gefällt die Map sehr gut. Muss man sagen. Ich finde den Turm schön. Ich werde vielleicht die Map nochmal entpacken und das Jump'n'Run offscreen machen. Für mich alleine. Weil, naja, ne. Da habe ich keinen Zeitdruck. Da kann ich einfach so lange machen, wie ich möchte. So, wo fange ich an? Eigentlich fängt man sowas am Anfang an. Weil ich fand das ganze Motiv an sich ganz lustig. Also, mir hat's gefallen. Ich fand's schön. War technisch gesehen... Also, ich finde die Brücke extrem schön, muss man sagen. Ich liebe Detailverliebtheit bei Sachen. Und dass du die Pfeiler da ausgebaut hast, obwohl dass man sie nicht sieht, wenn man nur auf der Brücke rumläuft, finde ich schön. Das gefällt mir sehr gut. Also, bautechnisch... Ich liebe die Map, bautechnisch gesehen. Das ist so ein Ding, womit man mich locken kann. Details. Und das ist ein schönes Detail, dass allein da die Brückenpfeiler ausgebaut sind. Und die Brücke recht realistisch wirkt, kann man sagen. Und es ist einfach episch, wenn man hier im Dunkeln ankommt und es regnet. Ich weiß nicht, ob es Zufall war, aber es kommt episch rüber. Dann das Knopfi-Ding. Huch, bin ich jetzt im Bau selbst gelandet. Anscheinend schon, okay. Ah, das ist das Knopfi-Rätsel. Das sind die Redstone-Dinger mit den TPen. Interessant, wie du das hinter den Kulissen so ausgebaut hast, obwohl das eigentlich keiner sieht. Finde ich schick, ganz ehrlich. Das Knopfelrätsel fand ich sehr genial. Das hat mir Spaß gemacht. Das war was komplett Neues. Das kleine Jump'n'Run hier fand ich auch ziemlich lustig. Einfach weil... Es war kombiniert, es war ein bisschen rumgejumpe und ein bisschen Bogengeschieße. Man hat den Bogen mal sinnvoll eingesetzt und das fand ich sehr nett. Und da hochzuklettern, klar, ist jetzt auch nicht das Schwerste, was man jemals gemacht hat, aber es hat irgendwie dazu gepasst, fand ich. Ich finde die Atmosphäre der kompletten Map sehr schön. Aha. Wie gesagt, ich finde die Atmosphäre der Map sehr schön und wirklich die kleinen Details, dass jetzt nicht nur Mossy Cobblestone verwendet wurde, sondern auch so der gespaltene, der gerissene da. Und der normale, dass das schön abwechselnd benutzt wurde. Ein kleines Muster hat es ja auch, wie man sieht. Den Wasserweg hier finde ich sehr schön, wirkt sehr natürlich. Man kann erahnen, dass es in eine Kanalisation fließt. Ich bin detailverliebt, das ist halt mein Ding. Also wenn es so kleine Details gibt, da bin ich oben mit dabei. Ja, du ganz Geschichte an sich, ja. Bist du ein Soldat, kämpfen gegen kopflosen Reiter und technisch gesehen war die Map für uns kein Sieg, weil er ist entkommen, er ist trotzdem weg. Gewonnen haben wir nix davon, ne? Was, es war kein Sieg für uns, storytechnisch, nur dass man hier aus der Map rausspringen kann und quasi den Feigling-Modus spielen kann, ne? Das wäre jetzt ein Ding gewesen, was ich, gerne gesehen hätte und du vielleicht für Teil 2 machen kannst, lieber Karl, ist, dass das hier Absicht ist. Dass man quasi die Wahl hat, zwei verschiedene Stories, verschiedene Enden. Damit man quasi die Map zweimal spielen kann. Klar, es kostet Zeit ohne Ende, aber
Wenn du die Zeit nehmen möchtest, dass man quasi sagt, okay, das ist Absicht hier, man kann ja raushüpfen und geht dann quasi den Feiglingsweg. Dass man sich zum Beispiel am Ende trotzdem dem kopflosen Reiter stellen muss, weil, naja, weil man es kann, ne? Warum nicht? Ja, einfach weil, dass man sich einfach dem Reiter stellen muss, ne? Weil, sonst gewinnt er ja. Und nur weil wir Feiglinge sind, hat er nicht zu gewinnen. Ich bastel noch was Kleines, einfach weil ich Lust drauf habe. Natürlich baue ich auch gleich da eine Note. Dürfen ja alle drauf gespannt sein. Ich habe Zombie in einem der letzteren Videos eine Villager-Apokalypse bauen sehen. Das kann ich auch bauen. Ich finde meine Version auch ganz lustig davon. Gut, die Schaltung habe ich von wem anders. Ich selbst bin nämlich jetzt nicht so Redstone vertraut. Aber, naja, es ist auch eine ziemlich interessante Apokalypse. Also, dass die Map ein V bekommt, ist klar. Dass die Map ein schönes, schönes V bekommt, weil die Map genial ist. Ich liebe die Map. Die ist awesome. Es hat eine schöne Atmosphäre. Es sollte jedem, der sieht, klar sein, eigentlich, meiner Meinung nach. Ist jetzt kein Insult für jeden, der es jetzt halt nicht so sieht, aber ich finde, wenn man gerne solche Abenteuer spielt, ist diese Map oben dabei. Ich habe mal wieder nicht die Reflexe, das Teil anzukriegen. Ne, ich habe tatsächlich gerade nicht die Reflexe dafür. Das ist aber auch falsch gebaut an einer Stelle, oder? Nee. Okay. Ich würde sagen, der Willi, den spawnen wir jetzt, den Villager. Das war Let's Start Your Minecraft Adventure. Mit mir war Nikos 91 und ich löse jetzt noch eine Villager-Apokalypse aus. Die Map hat ein V, wie sie es gehört, für mich. Und das ist meine Villager-Apokalypse. Nicht so schlimm wie die Kitty-Apokalypse, weil, naja, es ist jetzt nicht ganz so brutal, aber man kann es auch mit Ghasts machen, das sieht dann auch relativ lustig aus. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.